Es gibt zwei Dimensionen. Auf der einen Seite bedroht Hate Speech ganz klar die Meinungsfreiheit, weil sie dazu führt, dass Menschen sich zurückziehen. Zum Beispiel Kommunalpolitikerinnen, die entscheiden, gar nicht erst anzutreten, weil sie den Hass nicht ertragen und es auch nicht ihrer Familie antun wollen. Auf der anderen Seite habe ich erlebt, dass Richterinnen Hate Speech als Meinungsfreiheit deklarieren, also wo Hate Speech immer noch abgetan wird, als wenn es in Ordnung ist. Und das ist beides gefährlich und deswegen gilt es, hier ganz klar Grenzen zu ziehen, sowohl als Politik, aber auch wir als Gesamtgesellschaft die Stimme zu erheben gegen.